An so einen Abschied, da denkt man in Frankreich auch nicht wirklich. Eher im Gegenteil, die Regierung möchte sogar sehr bald neue AKW bauen und setzt damit weiterhin auf diese Art der Stromerzeugung. Obwohl zahlreiche Meiler wegen Korrosionsschäden teilweise vom Netz genommen wurden, betrug der erzeugte Atomstromanteil im letzten Jahr etwa 65%. Noch nicht einmal 10% dagegen steuerte die Windkraft bei. Und so sind im Nachbarland die meisten Menschen AKW-freundlich eingestellt, während die erneuerbaren Energien ihnen Kopfschmerzen bereiten, berichtet Friederike Hofmann aus der Normandie. Der Hafen von Le Tréport in der Normandie. Am Morgen kommen die Fischer mit ihrem Fang zurück. Die Stimmung ist gedrückt. Die Gebiete, in denen wir heute fischen, sie sind verdammt. Die Fischer fürchten um ihre Existenz. Denn 15 Kilometer vor Le Tréport soll ein Offshore-Windpark entstehen. Ähnlich wie dieser hier in der Bretagne. Eine von 50 Anlagen auf dem Meer, mit denen Frankreich seinen Rückstand bei erneuerbaren Energien wettmachen will. Im ganzen Ort regt sich Widerstand. Protestschilder überall. Viele der 5000 Einwohner leben von der Fischerei und vom Tourismus. Sie haben Angst, dass keiner mehr kommt, wenn die Windräder vom Ort aus zu sehen sind. Olivier Becquet, der Chef der Fischereikooperative. Auf dem Weg dahin, wo sich bald 62 Windräder drehen sollen. Becquet hat Sorge, dass das Ökosystem langfristig zerstört wird. Das Wasser ist relativ flach, dadurch fällt mehr Licht hinein. Außerdem ist es weniger kalt, es gibt also viel Nahrung. Deshalb ist es der fischreichste Ort im ganzen Ärmelkanal. Umweltverbände kritisieren, dass der Windpark viel zu nah an der Küste entstehen soll. Becquet fürchtet, dass die Fische langfristig verschwinden, auch wenn der Windradbetreiber das bestreitet. Aussagekräftige Studien dazu gibt es bisher wenige, die Fronten sind verhärtet. Hier läuft doch etwas falsch. Dabei haben wir doch hier ein Atomkraftwerk, das genau das produziert, was von den Haushalten jeden Tag an Strom konsumiert wird. Das Atomkraftwerk Penly in Sichtweite des Windparks. Hier sind zwei neue Reaktoren geplant, Teil der neuen französischen Atomstrategie. Dass Atomkraft ausgebaut wird, finden 2/3 der Menschen in Frankreich gut. Und so sehen die wenigen aus, die hier dagegen sind. Die Atomkraftgegner von Penly. Gut 10 Gleichgesinnte gäbe es gerade mal in der ganzen Region, schätzen sie. Atomkraft ist hier wie eine Religion. Das wird überhaupt nicht diskutiert. Und wenn man es anspricht, gerät man geradezu ins Abseits. Dass an den bestehenden Reaktoren ein Riss an einer Leitung und Korrosionsschäden festgestellt worden sind, macht außer den Atomkraftgegnern hier in der Region nur wenigen Sorge. Das Vertrauen in die Atomkraft sei einfach hoch, so der Bürgermeister von Le Tréport. In der Gegend profitieren schon jetzt viele wirtschaftlich vom Atomkraftwerk. Vom Neubau erhofft er sich weitere Arbeitsplätze. Da werden ja tausende Menschen arbeiten. Die können natürlich nicht alle von hier kommen, die müssen erst einmal ausgebildet werden. Aber die Idee ist, dass 50% aus der Region stammen. Mit dem Offshore-Windpark sei das anders. Wenn Tourismus und Fischerei getroffen würden, drohten hunderte Arbeitsplätze wegzufallen. Die Fischer wollen daher weiterkämpfen. Sie haben eine Petition beim Europäischen Parlament eingereicht. Fragen wir nach bei Friederike Hofmann in Paris. Warum setzt Frankreich in der Energiekrise denn weiter so vehement auf Atomkraft? Für Frankreich ist die Atomkraft wirklich eine strategische Entscheidung. Es geht um die Unabhängigkeit des Landes. Frankreich verfügt quasi über keine Bodenschätze. Auch der Ausbau erneuerbarer Energien ist deutlich umstrittener als in anderen Ländern. Und irgendwo muss die Energie ja herkommen. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass Frankreich versucht, mit der Atomkraft seine CO2-Bilanz deutlich zu verbessern. Das hat zuletzt ja im Konflikt mit Deutschland doch zu einigen Verschärfungen geführt in der Frage, wie nachhaltig Atomkraft eingestuft wird. Insgesamt ist Atomkraft hier deutlich weniger kritisch gesehen als in Deutschland, aber es gibt ganz andere Probleme. Letztes Jahr im Sommer war die Hälfte der Reaktoren außer Betrieb. Das heißt, Frankreich musste zum ersten Mal seit Jahrzehnten mehr Strom importieren als exportieren. Und wie der Ausbau der Atomenergie vonstatten gehen soll, der Bau der 6 Reaktoren, das ist noch überhaupt nicht klar. Es zeichnet sich ab, dass 100.000 Arbeitskräfte gebraucht werden, um diesen Ausbau zu vollziehen. Und wo die herkommen sollen, das kann man noch überhaupt gar nicht sagen. Wie hat Frankreich denn auf die gestiegenen Energiepreise seit Kriegsbeginn reagiert?
Frankreich hat schon deutlich vorher reagiert. Im Herbst 2021 ist ein Gaspreisdeckel eingeführt worden. Bis heute dürfen die Gaspreise nicht über 15% des damaligen Wertes steigen. Für Strom gibt es seit Februar letzten Jahres etwas Ähnliches. Der Gaspreisdeckel läuft Ende des Jahres aus. Der Strompreisdeckel soll aber bis 2025 weitergeführt werden. Und die Begründung des Wirtschaftsministers ist wirklich der Zustand des Atomparks. Denn heute ist es noch so, dass 21 der 56 Reaktoren außer Betrieb sind, wegen Korrosion, wegen Wartungsarbeiten. Und würde es diesen Strompreisdeckel nicht geben, würde sich das natürlich auch auf die Tarife auswirken. Friederike Hofmann, vielen Dank nach Paris. Gerne.